In unserem siebten Film beschäftigen wir uns mit der szenischen Inhaltsdiagnostik. Mit Hilfe von Morenos Theorie fokussieren wir auf fünf Dimensionen. Die Körperlichkeit der Szene im Physiodrama, die Individualität der Szene im Psychodrama, das Beziehungsgeschehen in der Soziometrie, die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen im Soziodrama und die Einbettung in Werte, Normen und Traditionen im Axiodrama. Allen fünf Inhaltsdimensionen steht die Einmaligkeit der Szene gegenüber, die wir im Begriff der Singularität erfassen. Erst in Auseinandersetzung mit den fünf Inhaltsdimensionen und im Blick auf die Einmaligkeit der Szene können wir den Protagonisten, der Protagonistin und seinen Lebenslagen wirklich gerecht werden.